Leute, wir sind zurück bei Final Fantasy X mit Spongy am Start. Ich hab kein Bild. Oh. Ich hab kein Bild. Leute, ich hab das Bild bei Spongy vergessen. Upsi. Was haben wir denn im letzten Part gemacht? Ja, also wir haben Sima auf die Fresse gehauen. Titus und Juna, die haben ein bisschen Liebe gemacht. So eher auf die softige Art. So ein bisschen feucht, aber immer noch angezogen. Und rumgeknutscht haben die. Rumgeknutscht. Ja, das Rumknutschriff. Warte mal, Stream anschauen. Ja, da sind wir noch auf die stille Ebene gegangen. Das ist eigentlich recht chillig, bis auf ein paar assige Monster, die da ein bisschen Stress machen, weil die keine Hobbys haben. Aber ja. Und es hat richtig gut getan, Simo auf die Fresse zu hauen. Ja, immer. Den kann man nie genug auf die Fresse hauen. Ja, wohl wahr, wohl wahr. So, jetzt müssen wir aber Kampf der Bestia 3 machen, soweit ich das von Spongy weiß. Wir hatten ja nicht im vorletzten Part schon genug Pokémon-Kämpfe gehabt. Oh nein, jetzt kommt der nächste Pokémon-Kampf. Sollte ich Yunas Ekstase aufladen? Ja, ne? Ach, guck mal, sie steht ja auch schon rum wie ein Pokémon-Trainer. In eine Richtung schon, bis da jemand vorbeikommt und dann... Leute, dann werden wir zuerst Yunas Oh Gott, nein. Die Qualkatzen. Yunas Ekstase ist schon fast voll. Ach, die Qualkatzen sind auch so gehören auch mit zu den lästigen Gegnern der Reihe, weil die haben oftmals solche Fähigkeiten wie sofortiger Tod oder Betäuben und sowas und voll eklig einfach. Ja, die sind halt, gebe ich dir recht, die sind halt richtig hart widerlich. So, ja, und jetzt. Der Morbul taucht ja auch noch hier auf, also mehr... Wir nicht nur was zu lachen haben hier. Blitzer! Der will unbedingt Yuna tot sehen, ne? So, gut. Yuna hat ihr Zeug voll. Wir müssen trotzdem bei ihr bleiben. Oh ja. So, Auron kümmert sich um den Lappen. Tschüss. Katze zerhacken. Katze zerhackt. So, weg mit dir. Katzen sind zwar meine Lieblingstiere, aber wir mussten sie leider zerhacken. Ja, aber nicht diese Katzen. Nee, stimmt, diese Katzen töten uns ja sofort, ne, wenn wir irgendwas tun. Meistens jedenfalls. Ich weiß nicht, wie es sich hier verhält, aber da gab es schon manche Games, wo man denen nicht begegnen wollte. So, wirklich nicht. Dann wollen wir mal. Ah, omae tachi ka. Ima ya kanzen ni hangyakusha da na. Do datte ii daro? Nani? Roshi domo no tawagoto nado kiki nagaseba ii. Shoukanshi wa datou shin ga subete. Jin ni shitagau dougu dewa nai. Ii na. Hai. Dou da? Shin o taoseru jishin wa tsuita ka? Wakarimasen. Demo watashi yarimasu. Yoi kakugo da ga sore dake de wa shin wa taosen. Omae no chikara o misete morao. Shoukanjuu de shoubu da. Kampf der Bestia Teil 3, Leute! Yoroshi! Dewa teawase no mae ni. Omae no shoukanjuu wa iyashite oita. Kakatte kinasai! So, es geht los. Kampf der Bestia Teil 3. Wir gegen Neli, Alter. Ja, jetzt will sie uns kalt machen. Ja, dann wird es Zeit, dass ihr Mann wieder der Mann im Haus wird. Ja. Ja, das wechselt so ein bisschen zwischen denen. Die kämpfen ja darum, wer jetzt den Müll rausbringt. Ja, echt so. So, Ex-Tace, Meisterruf. Soll ich Hundemon? Ja, ne? Hundemon, los geht's. Ja, ein bisschen Feuer kann man ja machen. Zeit für SpongeBobs Großvater. Opa Schwammkopf. Nee, da kommt Hundemon. Also hör mal, ich bin nicht dein Opa. Ja. So, dann werden wir mal schön mit Inferno hier reinknallen, Alter. Ja, machen wir unsere kalte Maid ein bisschen heiß. Richtig. Oh, sie ist abgehoben. Tja, wird Zeit, dass Neli den Müll rausbringt. Oh. Tja. Gut so. Weg mit dir. Mal gucken, ob das auch wieder vernichtend ist. Naja, 15.000. Okay, nee, das reicht nicht. Wir machen nur 9.999 Schaden. Mit Großziehen im Menü lassen sich die Statuswerte der Bestie erhöhen. Man kann zum Beispiel der gegen physischen Angriffe schwachen Neli mehr HP geben. Oder den Geschickwert von Arok erhöhen, um Schwächen auszugleichen und Stärken auszubauen. Super. Alter, Hundemon geht ab. Was geht jetzt los? Was geht jetzt ab? Aber Belgemin und Bestia haben nicht sehr viel Power. Das merkt man jetzt schon.
Aber unsere leider auch nicht, ne? Aber das soll's dann gewesen sein. Tschüss. In den Müll, in den Müll, in den Müll, Müll, Müll. In den Müll, in den Müll, in den Müll, Müll, Müll. Dieses Bild nenne ich ein Hauch von Tüll. Oder besser gesagt, gehört in den Müll. Ja. Ja, immer noch besser als der geflügelte Thaddäus. Ja, der geflügelte Thaddäus war richtig scheiße. So, das soll's mit Neli gewesen sein. Neli gehört in den Müll. Ah! So, das war's. Oh, weia. Tja, easy. Easy, Hundemann hat wegrasiert. Sasuga da na, subarashii giryou da. Hangyakusha ni natte mo shin to tatakau to suru dake wa aru. Uketore, watashi kara no shukufuku da. Arigatou gozaimasu. Omae naraba kitto yareru daro. Daga moshi, mada chikara ga tarinai to omou nara, himerareta jin, remiamu o sagase. Watashi wa soko de matsu. Dewa da. Was? Oh, ah ja. Da Sie jetzt in Besitz der Bestia-Seele sind, können Sie durch das Anwenden von Items die Statuswerte der Bestia erhöhen. Wählen Sie Großziehen und danach die gewünschte Bestia. Jetzt werden die Statuswerte der Bestia angezeigt. Statuswerte, die nicht erweitert werden können, erscheinen in Grau. Rechts neben den Statuswerten werden die aktuellen Werte der Bestia angezeigt. Die Angriffswerte von Epona beträgt 20. Wenn ein Statuswert gewählt wird, erscheint rechts oben das Item, das zum Erweitern benötigt wird. Die Anzahl der benötigten Items variiert je nach Statuswert der Bestia. Je höher der Anfangswert, desto mehr Items werden benötigt. Wenn Sie den gewünschten Statuswert gewählt haben, werden Sie gefragt, ob Sie sich ganz sicher sind. Mit Ja wird der Statuswert erhöht. Nee, ich dachte mit Nein. So viel zum Vorgang Großziehen. Junge, das war ein kurzes Tutorial. Ja, das war echt kurz. Ja, gut. Damit haben wir hier alles, ne? Dann. Also, in der Nähe vom Speicherpunkt gab es noch einen Level 2 Sparrow Pass. In der Nähe vom Speicherpunkt. Okay. Vielleicht dahinter. Vielleicht hinter diesem Rastplatz. Gut, checken wir gleich ab. Aber was mir hier aufgefallen ist, in dem Tutorial wurden nur die ersten drei Bestien angezeigt, obwohl man hier eigentlich schon 5 hat. Und das von der Story her. Also ja, ich frag mich, sollte man die Bestia-Seele schon früher bekommen ursprünglich, oder hat man einfach nur vielleicht das, sag mal, die Projektdatei vom Tutorial davor recycelt und das nur umgeändert? Ich weiß es nicht, keine Ahnung, das ist aber ein netter Gedanke. Ich glaube eher, sie haben es einfach vergessen. So, gucken wir mal. Na gut, aber dahinter. Ich meine, wir hatten ja bereits ein Tutorial fürs Fähigkeiten beibringen. Und da waren, glaube ich, auch nur 3 Bestia da gewesen, das stimmt ja zu diesem Zeitpunkt. Angenommen, ja. Die haben gehört dafür für so ein Tutorial eine Art Preset oder sowas. Wenn sie jetzt einfach nur eins recyceln, gehen wir lieber nach links. Ganz links ist ein Buch zu bekommen und da können wir auch mit dem Chocobo reiten. Ganz links von der Map jetzt? Ja, ganz links so oben mäßig, also so bei der Klippe. Ah, okay, ja, ich glaube, ich weiß, wo wir hin müssen. Also ich meine, ich habe das Gefühl, das ist halt so ähnlich wie eine Projektdatei von dem Video oder so. Wenn man da jetzt Veränderungen macht, dann öffnet man einfach die Datei, so wie sie gewesen ist. Fügt da was hinzu, verändert da ein paar Sachen und dann hat man praktisch ein zweites Tutorial gemacht. So könnte ich mir das vorstellen. Das kannst du haben. Weil das erste Bestia-Tutorial, das wurde gemacht, wo wir 3 Bestia hatten. Beim zweiten haben wir allerdings schon 5, aber da tauchen trotzdem nur 3 auf. Also kommt mir so ein bisschen vor, aber wer weiß, wie die das gehandhabt haben. Ich kann es dir nicht sagen. Oh, Tidus, im letzten Part hast du doch so gut getroffen und jetzt zielst du immer daneben, oder was? Ja, du wirst von Wokka ausgestochen. Ja, wohl wahr. Ja, das steigt ihm zu seinem Spitzkopf gerade. Spitzkopf? Ja, also hier irgendwo muss der Schatz sein. Über dem Speicherpunkt. Ich weiß eben nicht genau wie.
Aber wenn wir den Schokobo haben, können wir da in aller Ruhe suchen. Oh nein! Da kommt ja Mr. Mundgeruch. Das machen wir lieber noch nicht. Warum rennen die Leute immer von mir weg? Weil wenn der das einmal richtig macht, dann ist vorbei. Ja, der kann für ein schnelles Game Over sorgen, wenn es blöd läuft. Oh oh. Gut, dass er nicht Orin angegriffen hat. Ja, ich habe gerade Glück gehabt. Da sagst du was. Huh. Der kriegt was ja mit der Angst zu tun. Aber was auch lustig ist, die Charaktere können praktisch zerbröselt werden, aber leben dann nach dem Kampf wieder. Ja, ne? Merkwürdig. Die werden dann vermutlich, wenn die Gegner weg sind, tun sie dann die Reste aufheben, wieder zusammensetzen und dann eine Goldnadel drauf und dann... Passt ja. Dann passt das schon. Ja, einmal haben sie bei Walker dann den linken Fuß falsch rum angebracht, aber ja, passiert. Oder den Kopf an der Hand befestigt. Ja. So, das war's. Wollen wir es hoffen, dass das nicht passiert? Ach scheiße, nee. Ich vergesse, wenn die versteinert sind, kriegen sie ja keine EP. Irgendwo hier muss also auch die... Aber später kommt doch mal ein Boss, wo man Steinschutz dabei haben sollte. Wenn man da versteinert wird unter Wasser, das ist Unterwasserkampf, dann ist man gleich tot. Ernsthaft? Ja, also wenn du unter Wasser einen Steinzustand versetzt wirst, dann zerbrechen sie gleich. Ist dann praktisch sofortiger Tod. Da sollte man also Steinschutz haben in diesen einen Bossfight, aber den kriegt... So weit kommen wir ja noch. Ist ein optionaler Bossfight, den muss man nicht machen, aber sollte man, wenn man eine bestimmte Bestie haben will. Dein Konter hat dir auch nichts gebracht, Bruder. Ja, Bruder sollte sich mal hinlegen. Gleich können wir uns die Mobs schenken, weil hier müssen wir Chocobos reiten können. Oh yeah. Ihr durchquert diese Ebene zu Fuß? Mein Respekt. Ich will auf einem Chocobo reiten. Die Chocobos auf dieser Ebene sind fast alles Wildvögel. Man muss sie einfangen und zureiten, sonst machen sie, was sie wollen. Die Chocobos, die zurzeit zugeritten werden, sind noch nicht an Menschen gewöhnt. Vielleicht geht es schneller, wenn ihr die Ebene zu Fuß durchquert. Ich werde beim Zureiten helfen. Richtig, ich werde beim Zureiten helfen. Das hört sich zwar einfach an, ist aber ziemlich schwierig. Willst du es trotzdem versuchen? Oh Mann, immer ja, diese klar. Fragen, Mann. Verstanden, komm hier rüber. Gut, hör zu folgendes. Von deinem Startpunkt aus musst du innerhalb einer vorgegebenen Zeit hierher gelangen. Der Chocobo ist ungezähmt. Er wird also unkontrolliert durch die Gegend rennen. Warum steht er jetzt so friedlich rum? Steuere ihn mit Steuerkreuz links und Steuerkreuz rechts und lauf zwischen meinen Chocobo und mir hindurch. Verpasst du das Ziel oder kostet es zu viel Zeit, hast du verloren. Wenn das hier dein erster Versuch ist, solltest du dir die Steuerung anschauen. Also los geht's. Die anzustrebende Zeit beträgt 12 Sekunden und 8 Millisekunden. Irgendwie sowas. Bist du bereit? Okay. Ja, jetzt mir ehrlich, lass es hier zureiten und die macht gleich ein Spiel draus. Ja. Oh, das ist so ätzend. Aber ja, die Steuerung in diesen Chocobo Minigames, die ist so. Die kann man eigentlich nicht schlimmer machen als. Ja. Gerade so geschafft. Du hast es geschafft. Willkommen im Ziel. Deine Zeit satte 12 Sekunden und 4 Millisekunden. Das Training ist abgeschlossen. Glückwunsch! Du kannst jederzeit ein Chocobo reiten. Sag mir einfach Bescheid. Es gibt noch ein anspruchsvolleres Training, wenn du also Lust hast. Ach ja, das ist eine Belohnung fürs Bestehen. Bei jedem neuen Rekord bekommst du etwas. Elixier, toll. Nochmal? Ach nee. Ich möchte gern reiten. Ja. Hätte man nicht einfach auf dem sitzen bleiben können, auf dem wir bereits waren? Ich meine, hey. So, jetzt können wir die stille Ebene auch angenehm durchqueren. Jetzt können wir die Truhe suchen, die Sponsor. Warte mal, das Buch war links. Aber jetzt haben wir alle Zeit. Keine Monster, die uns auf den Sack gehen. Das einfach nur friedlich reiten. Oh, da komme ich nicht mit Chocobo rein, ne?
Der war ja zu fett. Aber zum Glück bleibt der Chocobo ja stehen. Ah, stimmt, gut. Manch andere Teile, da tut der Chocobo nicht warten. Der haut da einfach ab, wenn man absteigt. Wohl wahr. Albert Lexikon Band 23. F gleich W. Wir haben fast, uns fehlen noch 3 Bücher, ne? Ja. So, jetzt muss hier... Hat sich ausalbetet. Ja, eben. Jetzt muss irgendwo noch hier die Truhe sein, die wir noch suchen wollten. Na, vom Speicherpunkt. Oh, das ist so angenehm. Hier unten wird... Das hier wird nachher noch wichtig. Ich kann ja schon mal... Ich kann ja schon mal runtergehen, um das zu zeigen. Ein bisschen antiefen. Ach Gott, wir sterben gleich, ne? Tschüss. Naja, trainiert haben wir ja vorher schon. Ach so, Moment, ja mal. Gut, wir haben noch keinen Zutritt. Du hast Zutritt. Da keinen Zutritt. Ja. Scher dich weg, Junge. Spasti. Da unten gibt's, kleiner Spoiler, da unten gibt's die Ultima-Waffe für Tidus. Ja, Ultima-Waffe ist so eine wiederkehrende Waffe in der Final Fantasy-Reihe. Ja. Aber komischerweise, in der englischen Fassung wurde die Waffe anders genannt. Weiß jetzt nicht mal genau wie, aber da hieß sie nicht Ultima. Komischerweise. In der Nähe vom Speicherpunkt die Truhe habe ich schon. Die war hier oben, da. Da war der Level 2 Speerpass drin, ne? Na dann, auf der rechten Seite unten ist noch was. Gut, dann unten nach unten rechts laufen. Jetzt haben wir zum Glück einen Chocobo. Ja, dann können wir noch, wenn wir wollen, können wir noch ein paar optionale Orte besuchen. Wir hätten jetzt diese Höhle, also die Höhle weiter rechts oben. Oder jetzt noch das Tempelremium, von dem Belgemene bereits gesprochen hat. Ja, ich glaube, um den Tempel und sowas kümmern wir uns, wenn wir ein bestimmtes Objekt haben, was wir in Xenakent bekommen. Du weißt wahrscheinlich, worauf ich anspreche. Jupp. Wir können aber mal die Höhle, aber die Höhle würde ich jetzt auch ungern besuchen, weil sonst verlieren wir unseren Chocobo und dann dürfen wir den Rest des Weges zu Fuß gehen. Ach so, wenn man reingeht, ist er dann wieder weg, ne? Ja, genau. Das machen wir, wenn wir zum Tempel dann auf den Weg gehen, gehen wir hier hin, nochmal. Schade, dass man sie nicht anbinden kann an so einer Haltestelle. Ja, leider, ne? So, das waren dann alle Truhen, ne? Das waren die letzten beiden auf der Ebene. Ja, eigentlich schon. Gut. Dann mal los. Oh, jetzt kommt gleich ein Bosskampf, ne? Stimmt. Ich erinnere mich. Davor kommt noch ein Speicherpunkt. Gut, geheilt sind wir. Und weg ist unser Chocobo, oder? Nee, er steht da. Wenn wir jetzt rausgehen, ist er weg. Ist aber echt schade, dass es nur so wenig Orte gab, wo man die reiten konnte. Da hätte man mehr draus machen können. Wohl wahr, stimme ich dir zu. Speichern wir. Jupp, los geht's. Bosskampf. Tomare! Shimo-sama ga oyobi da. Tomo ni kite morau. Shimo wa roshi to hanasu koto nado arimasen. Chuu wake da. Doke yo. Shimo-sama no meirei wa zettai. Kanarazu o tsure suru. Shimo-sama wa osharareta. Shitai demo kamawanu. To na. Der Golem-Wächter, 64.000. So, da sind wir. Spongy seine Schwächen gerade, sind blind. Der Golem-Wächter. Blind und Panzerbrecher sind seine Schwächen. Blind, okay. Blind und Panzerbrecher. Und von ihm kann man 4-mal Mondschleier klauen, so wie es aussieht. Gemach kann man nicht auf den einsetzen, ne? Weiß nicht. Nee, ist er immun gegen. Leider nicht. Ja, Blind sollte ja auch schon gute Dienste leisten. Gut, wir machen aber erstmal Protest auf uns alle. Er kann gut reinhauen. Ich habe gegen ihn auch schon einmal verloren. Ja, der haut wirklich gut rein. 2000. Da stell ich vor, wir hätten nicht so gut trainiert. Das würde noch übel aussehen. So, erstmal den Panzerbrecher. Dann hauen wir einmal Haska rein. Und Yuna gleich einmal Vitra auf den guten Tidus. Alter! Udi, er rastet komplett aus. Selbst mit Panzer... Ach so, stimmt. Wir haben ja nur Panzerbrecher gemacht, kein Kraftbrecher. Jetzt kommt der Kraftbrecher. Ob der funktioniert? Nee, leider nicht. Leider. Der ist und bleibt ein Powerhouse.
Wohl wahr. Scheiße, er ist auch gegen Retard immun. So, damit haben wir hier auch Protess. Ich hätte gern wirklich Protega, Alter. Ja, Square baut mehr Flächenvarianten von Protoss ein. Ja. Die sind schwer vermisst. Gemetzel! So, nicht übel für einen Mehrfachschlag. Das war guter Schaden. Das kann man gerne machen. Ja, die Gemetzel macht am meisten Sinn bei einzelnen Zielen, während jetzt Energieregen bei mehreren Zielen besser ist, würde ich sagen. Ja, ich denke auch. Ich denke, du hast recht. Nee, ich denke es nicht nur, du hast sogar ziemlich sicher recht. Naja, ein bisschen vielleicht. Alter, der hat viel Leben, ne? Hui! Na, ich glaube, das ist sogar ein neuer Rekord bis jetzt. So, dann Holosiderit. Hauen wir rein. Holosiderieren wir ihn. Noch schwer auszusprechen. 8000, Alter. 10k einfach weg fast. Über 8000. Doppelattacke? Danke, damit hat er alle Statusveränderungen gerade verloren. Ich darf alles neu raufzaubern auf ihn. So, sehr schön. Und dann bitte einmal heilen. Warum greift er immer ihn an? Was hat er gegen ihn, Alter? Was ist das ein scheiß Problem? Ich glaube, er mag Titos Klamotten nicht. Ja, ich glaube auch, das hat irgendwas damit zu tun, ne? Und dann hat er auch noch diesen scheiß Konterangriff mit seiner scheiß Sprengfaust, Alter. Weiß mir ehrlich, was weiß jemand schon von Klamotten, der selber nie welche trägt, also. Echt so. So, dann einmal hier, wieder healen. Ja, du FKK-Steinchen. So, Weißmagie, Vitra. Da kommt die Sprengfaust. Ach, er macht nicht mal lange. Nee, macht er auch nicht. Gut, dass wir Yuna hier als Healerin haben. Aber FF10 ist auch so der Teil, der aus Debuffs irgendwie das meiste rausgeholt hat. Vor allem so solche Sachen wie Abwehrschwächen, Kraftschwächen, das sind hier am nützlichsten. Das stimmt. Oh, Totalabwehr, ja. Warte, man kann vielleicht Kimari von dem Totalabwehr auch lernen? Musst du mal im Buch gucken, bevor ich den kill. Totalabwehr ist ja... Wenn das beherrscht? Totalabwehr ist ja eine blaue Magie. Vielleicht sollten wir es mal probieren. So, dann probiere ich es doch einfach mal. Ich meine, ich wäre verwundert, wenn das nicht gehen würde. Nee, geht nicht. Ach komm, das ist doch Betrug. Ach, schade. Warte mal, ich schau am besten mal, von wem man das alles lernen kann. So, Tidus. Panzerbrecher wirkt nicht mehr. Oh nein, ich weiß warum, ne? Wegen Antizauber. Oh ja. Gut, Panzerbrecher. Wegen Antizauber wirkt das nicht mehr. Totalabwehr kann man lernen von Behemoth, den Königs-Behemoth oder Biran-Ronzo. Also, ja, also von Biran-Ronzo und sowas können wir ganz viele Sachen lernen später. Das weiß ich noch. Ja, also lernen wir es ja eh bald. Ja, eben. Oh Gott, nee, ich will auf jeden Fall die Ekstase nochmal einsetzen. Weil je mehr wir die einsetzen, umso besser für uns nachher. Mhm. Jetzt setzt er schon wieder Totalabwehr ein, Alter. Weil er ein total Spast ist. Jetzt darf ich wieder Anti-Z machen. Was? Ich habe ihn noch gar nicht angegriffen. Dann einmal einen Panzerbrecher reinhauen und das war's dann. Das war's dann. Super. Er ist tot, oder? Ja. Toll. Setzen wir die Ekstase-Abwehr vorab wann anders ein. Ja, in die nächste arme Seele, die sich zu uns verirrt. Ja. Richtig, so, los geht's. Oh, noch ein Level 2 Sparrow-Pass, nice. Oh, geil. So, Leute, wir müssten jetzt eigentlich da lang, aber das können wir vergessen. Wir gehen jetzt hier runter. Das ist der Weg, der
よく知ってんな。ん？Ja, Lulu hat ja schon was angedeutet. Sie kennt den Weg hier. Hm. Oh, hier mal ein Speicherpunkt. Und weiter rechts gibt es noch etwas zu finden. Genau, das holen wir uns jetzt auch. Muss ich vorher heilen? Ja, auf jeden Fall muss ich vorher heilen. Ein bisschen. Oh ja, euch kennen wir ja. Diese Krabbelfiecher. Wohl wahr, so, Extase, Energieregen. Und stirbt. Die haben leider ein bisschen viel Leben. Die werden nicht so schnell sterben. Ja, 4000 gegen beide ist schon ganz praktisch. Ah, komisch, bei Simo hat die Attacke mehr Schaden gemacht. Irgendwie schon, ne? Oder weil man vielleicht Titos Angriffskraft in einem Kampf verstärken konnte? Ich weiß es nicht, aber wir werden es wohl nie erfahren. So, Yuna heil dann gleich mal unseren Blitzballspieler. Oder vielleicht, weil Simo einfach ein Lappen ist. Daran wird es liegen. So, Yuna braucht jetzt gerade nicht healen, weil Orin ihn eh killt. Ja, Orin steckt das weg. So, sehr gut. Orin steckt das easy weg, da hast du wohl recht. Yuna hat gleich keine MP mehr. Pff. So, hier. Altes Schwert. Das meintest du, oder? Ja, genau. Das hohe Medium Yokon trainierte einst hier an diesem Ort. Die Bürgerwehr sollte hier das Gleiche tun und sich wieder Sinn stellen. Ja, hat ja beim letzten Mal wunderbar geklappt. Das ist eine richtig gute Idee. Dem stimme ich hundertprozentig zu. Es gibt keine bessere Idee, als sich Sinn nochmal zu stellen. Wie Spondy schon sagt, hat beim ersten Mal ja auch so gut funktioniert. So. Einmal Medica. Orin kümmert sich mal um eins dieser Viecher hier. Tschüss. So, was mache ich mit Yuna? Gar nichts. So, der ist weg. Dann können wir den angreifen. Nein, Yuna, mit deinem Stäbchen kannst du nichts angreifen. Tschüss. So, die Level nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Die Reise ist lang, weiter. Ja, dann Alien Power haben wir gekriegt, lol. Das ist ja ein komischer Name. Was bringt denn das für Lulu Alien Power? Ist das vielleicht... Aber warte mal, das ist bestimmt so... Hat die nicht auch Puppen, die aussehen wie diese Außerirdischen aus Final Fantasy 8? Das kann sein, das müsste sogar eine der sein. Was sagt die eigentlich? Dieser Ort hier, an dem Sir Yokon trainierte, ist für die Bürgerwehr heilig. Bevor Sir Yokon zum Medium wurde, war er Mitglied der Bürgerwehr. Okay, nice. Gut zu wissen. Ja, dann baut ihr mal euren Fanclub auf. Ja, das kannst du wohl laut sagen. Alter, mir geht langsam mit Yuna die MP aus, ne? Das ist nicht gut. Zum Glück haben wir gleich ist ja der Speicherpunkt vor unserer Nase. Zum Glück, ja. Aber jetzt mal ehrlich, da hat die ja 200 gehabt, jetzt nur noch 13. Sieht man mal, was ein Boss halt einen kosten kann. Ja, wir mussten halt relativ viel healen, ja, und Anti-Zauber ist halt auch nicht zu verachten. Ja, natürlich hast du ihn nicht gekillt. Aber zugeben, ne? Wir mussten kaum Ether benutzen, tatsächlich. Hey. Sehr gut, Yuna! Gut gemacht, Yuna! So, komm. Los jetzt. Ja. Tschüss. So, Alter, wir brauchen mittlerweile relativ viele Erfahrungspunkte, um Level zu steigen. So, aus dem nächsten Kampf werde ich diesmal fliehen. Wir haben keine Wahl. Außer wir kommen vorher zum Speicherpunkt. Ja, sehr schön. Ja, aber mit dem Leveling, das wir bevor gemacht haben, kommen wir ja noch gut durch. Gut. Leute, das soll es für diesen Part aber gewesen sein. Im nächsten Part geht es hier in dieses grüne Rechteck oder Viereck da oben in der Karte. Und schauen wir mal, was da passiert. Tun wir mal einen optionalen Dungeon mal erkunden.
Genau, der wird aber nicht einfach, soweit ich das weiß. Die Mobs da drin sind relativ strong. Müssen gucken, wie wir da durchkommen, ne? Ich glaube, da taucht sogar Tomberry auf, oder? Ja, da taucht Tomberry. Da taucht Tomberry auf. Das könnte richtig ekelhaft werden. Ja, der Kleine ist niedlich, aber man sollte nicht zu nahe kommen. Richtig, Leute. Wir bedanken uns hier bei euch fürs Zuschauen. Like dieses Video, abonniert unsere beiden Kanäle. Schaut bei Spongy vorbei, er macht coolen Stuff. Und Dankeschön. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Habt noch einen wunderbaren Abend, Genossen. Ciao.